Und ich gucke einmal. Nee, immer nur noch Tankbonus. Pass auf, jetzt kriegen wir die ganze Zeit nur noch den Tankbonus da drauf. Würde mich nicht wundern. Würde mich nicht wundern. Willkommen zurück. Wie ich sehe, hast du deinen ersten Auftrag unbeschadet überstanden. Du hast den ersten Schritt auf dem Weg des Druiden getan, indem du dem Wald mit der alchemistischen Magie geholfen hast. Wir heilen, erteilen göttlichen Schutz und manchmal zerstören wir für einen guten Zweck. Darüber, wann es richtig ist zu zerstören, tagt der Rat der Seher mit den Gebietern, den Naturgeistern des Waldes, und eine solche Entscheidung wird niemals leichten Herzens gefallen. Da bist du nicht die Erste, die mich so erstaunt anguckt. Du musst wissen, dass wir Druiden viel Einfluss in Gridania haben und somit eine große Verantwortung auf unseren Schultern lastet. Doch zuerst wollen wir uns auf deine persönliche Ausbildung als Druide konzentrieren. Tue nun das, was du bereits im Wald getan hast. Atme tief ein und spüre die dich umgebende Energie. Dann nimm den Stock und fokussiere die magische Energie darin. Mithilfe einer solchen Druidenwaffe wirst du fortan deine Zauber weben. Du brauchst noch etwas Übung. Komm mal wieder, wenn du ein besseres Gespür für dich und für die dich umgebende Energie entwickelt hast. Und das ist ein hübsches Bunny. Ey! Ich wollte mir dich gerade angucken. Nein! Nett von dir, Luna. Sehr nett. Aber Luna hat die neue Leiter entdeckt. Gut. Ich habe dich gefragt, wie lange es dauert. Schön, dich wiederzusehen, Adaria. Und du scheinst dich inzwischen daran gewöhnt zu haben, die dich umgebenden Energien bewusst wahrzunehmen. Aber die Kunst der Druiden umfasst noch viele weitere Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Dein Wissen weiter zu vertiefen, möchte ich, dass du dich nun mit dem Wesen des Elements Erde beschäftigst. Brich zum gesegneten Jungbaum im Nordwald auf und mache den Druiden Nolanil ausfindig. Er ist ein äußerst begabter Lehrmeister und nur wenige können es mit seiner Hingabe für die Elemente Stein und Erde aufnehmen. Er wird sicherlich gerne sein Wissen zum Thema Erde mit dir teilen. Bin weg vom Roleplay. Yay! Ja, gut. Dann müssen noch drei Leute RP machen, sonst. Echt? Brauch eindeutig noch mehr Gil. Muss noch ein paar Gil muss noch ein paar Gil zusammenkriegen. Und das passt schon. Ja, es fehlt noch eine Unterschrift. Ich heule, ey. Eine fucking Unterschrift. Wie geht es dir und deinem Handball? Kein Latex weit und breit? Ach, sieh dich doch nochmal vor der Blaudachs- oder Gelbschlangenfort um. Da wirst du sicher fündig. Ich habe doch was hier. Guckste.
Ah, 10 volle Töpfe Latex. Ausgezeichnete Arbeit, meine junge Gärtnerin. Das ging schnell und problemlos, oder? Zu einfach vielleicht sogar. Betrachte es als Vorübung, um den richtigen Schwung einzuüben. Du kannst ja ein bisschen experimentieren und auch mal nach anderen Rohstoffen suchen, die nicht so einfach zu erlangen sind. Seh dich um über den Umgang mit dem Ball und staune, was dir die Natur alles schenken wird. Wenn du dich gut mit dem Werkzeug vertraut gemacht hast, komm wieder. Ich bin schon gespannt, deine Fortschritte zu sehen. Yay. Nein, sie sehen, dass der nächste Selfie machen will. Aye. Ja, gut. Mein einziger Auftrag besteht gerade noch, eine Unterschrift zu sammeln. Damit mir nicht so viele Punkte hier verloren gehen. Hallo, junge Gärtnerin. Dein Ball sieht so aus, als hättest du viel damit gearbeitet. Sehr schön. Aber es ist nicht genug, einfach auf Baumstämme zu dreschen, um dich Gärtner nennen zu können. Dir fehlt doch das wahre Verständnis und mit jedem Stück Erkenntnis kommst du dem Wald einen Schritt näher. Die Entwicklung des Gärtners geschieht langsam und stetig, genau wie bei den Pflanzen, die er erntet. Deswegen habe ich eine große Aufgabe für dich. Du sollst mir 10 Eimer Ahornsaft bringen. Weißt du, wo man sie so, wo man so etwas finden kann? Halte die Augen offen und mach dich auf die Suche. Ich gebe dir nur einen Hinweis. Flüsterhain. Wenn du genug Ahornsaft gesammelt hast, bring ihn zu Cicely. Sie ist für alles zuständig, was mit Ahorn zu tun hat. Kann dir mehr über die Verwendung und Verarbeitung erzählen. Also, viel Erfolg, meine junge Gärtnerin. Wenn du magst, Kitty. Wenn du magst. Was fehlt? Hätte noch diese eine Unterschrift. Du bist drin und Luna ist drin. So, ich muss dann nämlich nur noch das Geld zusammenkriegen. Das kriege ich aber gleich flott hin. Musst du Inis laufen. Inis laufen, dann kriege ich das Geld. So, kriege ich noch was verkauft? Oder habe ich schon noch was verkauft gekriegt? Wahrscheinlich nicht. Granat. Ah ja, geht ja gerade nicht. Okay. Markt anbieten. Unterwegs, ob das geht. Gehen sollte es definitiv. Es geht halt nur nicht, wenn ich mir selber jetzt einen Schar aufstellen würde, dann würde es tatsächlich nicht gehen. Das würde tatsächlich nicht gehen. Das ist ja mein Problem immer. Die Kampffische kann ich dahin packen. 9.
muss leider gerade versuchen, irgendwie noch Geld zu scheffeln. Weil ich brauche dann nur noch... Ja, nur noch mal Geld. Dann funkst das alles. Ich glaube 25.000 sind es ja. Das gehe ich ja durch eine Ini rein. Yeah! Macht mir doch die Giga heiß frei! Gott. Also, ja, ich weiß, das geht nicht, aber ich will halt den Bonus haben. Ich warte auf meine Boni. Mobbing. Krasses Mobbing. Nein. Aber das Salzband kann ich einmal anlegen. Ja. Ein kleiner Trost. Herzen musizieren habe ich hier noch. Achso, das ist das. Okay, ja, ich bleib ja schon da. Mann. Dann bleibe ich hier jetzt stehen. Die denkt sich auch nur so, okay. Was will die jetzt? Bin die in der Badenkluft. Ich brauche nur noch einen neuen Bogen, aber den will ich mir selbst machen. Ja. Hi. Sehr guter Name. Ja. Juhu. Muss ich mir nur noch mein Geld besorgen oder Fuchs? Der Fuchs, das. Juhu. Kitty, ich hab dich lieb. Dankeschön. Wie gesagt, jetzt muss ich nur noch kurz mein Geld organisieren. Dafür brauche ich eine Inni. Wahrscheinlich, denke ich, hoffe ich. Vielleicht zwei. Zwei Innis. Eine normale und eine Dingens. Huch. Stand ich erstmal drin. Dankeschön. Okay, das mit dem Umarmen, das muss man noch. Das ist immer... Du bist so groß! Der Charakter sieht gut aus. Also, wenn ich nicht drin stehe. Hi. Juhu. Ich hoffe, dass jetzt Leute meine Sachen kaufen. Aber der Name ist echt gut. Vor allem der Nachname. Ja, ich weiß das ja schon. Aber guck mal. Nur für dich. Mit Ton und Schuhen kommt es besser. Kurz für kleine Mikrote. Alles klar, Luna. Ich drehe hier noch mal ein bisschen ab, ne? Gibt's durch die... Gibt es. Ich müsste eigentlich nur noch eine Agenda durch... Also, Agenda Erfolg 2 durchkriegen. Zufallsinhalte. Gildengeheiß. Oh mein Gott, ich mache einfach ein paar Gildengeheiße. Das Fötchen hat jetzt vor, 25.000 Geld zusammenzukriegen. Damit das Fötchen die Gilde
abchecken kann. Oder waren es 15.000? Kannst du gern machen. Kannst du gern machen. Oh, Ne, wie gesagt, ich will jetzt Gildengeheiße machen. Weil ich glaube, am sinnvollsten ist es, wenn ich jetzt die Agenda ein bisschen mache. Weiß nicht, ob ich noch 5 Agenda-Aufträge reinkriege. Wobei, zählt der Zufallsinhalt auch Gildengeheiß? Wahrscheinlich, ne, oder? Nee, wahrscheinlich nur Gildengeheiße. Das sind ja ganz normale Dungeons. Nee, zählt, glaube ich, nicht. Also das hier würde ich ja voll kriegen. Das würde ich voll kriegen. Gut, Freibriefe würde ich voll kriegen, wenn ich welche mache. Fels könnte ich auch voll kriegen. Gehilfen. Unternehmung schicken. Okay. Gut, noch ist kein Bonus leider drin. Schade. Ich hätte gern den Bonus. Und lieber von der Stufensteigerung als vom Gildengeheiß. Gut, dann hole ich mir jetzt noch ein paar Scheinchen. Dann dauert das mit dem Aufwerten halt. Ich meine, ich brauchte ja 25, oder? Oder vielleicht 15. Guck mal nach. Ich glaube, es waren 25. Ah ne, 15. Oh mein Gott, es reicht. Es reicht sogar. Aber du kannst trotzdem mitkommen. Es sind 15 und nicht 25. Wie komme ich denn auf 25? Es sind 15.000. 15.000 habe ich doch... 15.000, hi Kitty. 15.000 habe ich doch locker. Vor allem locker. Das sind 2.000. Die ich dann noch habe. Ich kann die Gilde gründen. Ja. Ja. Da. Gründungsantrag einreichen. 15.000. Hier. Nimm. Nimm mein Geld. Und sei glücklich. Ich bin von mir die Tätigkeiten abgeschlossen. Blablabla. Bla, bla, blub. Geil. Wir haben's. Wir haben's. Da. Entschuldigung. Bin ich glücklich? Ja. Yeah, von Snowcats. Okay. Also Rollenspiel nehmen wir raus. Stufensteigerung. Gelegenheitsspieler. Hat man nicht. Dungeons. Gegengeheiße. Prüfungen. Raids. Sucht alles. Aktiv. Beides. In dem Gesuch an. So. Den Rest kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Gesellschaftstruhe. Wappen entwerfen. Vergrößerung Waffen. Gesellschaftskommandos ab 5. Ja, nice. Gut. Gut, Stufensteigerung geht noch nicht. Als Mentor kriege ich, wenn du Mentor bist, kriege ich auch trotzdem Erfahrung, auch wenn du 30.000 Level über mir bist, oder? Weil nicht, dass ich dich jetzt in eine Gruppe einlade und ich krieg keine Dinger für Mobs. Fürs Bestiarium-Viecher töten. Okay. Dann müsstest du mir erstmal noch hinterher ducken, wenn es okay ist. Weil ich möchte dann noch kurz auf 16 kommen. Weil dann kann ich mit der Stufensteigerung machen. Ja gut, Fate müsste gehen. Denke ich. Da werden wir ja sowieso runtergestuft. Mückenschwarm. Okay, ich hole mir noch den Mückenschwarm und die Kappgeier. Wo war jetzt der Mückenschwarm? Wo war jetzt der Mückenschwarm? Im Nordwald. Dann einmal kurz im Ostwald.
dann gehen da heiß. Und dann quest ich. Also, und dann auf 16. Guckst du gerade alles durch? Ich mag das Outfit immer noch. Okay. Ah, mein Nordwald. Einmal Nordwald. Ich habe jetzt mittlerweile auch meinen Gärtner. Mist, ich hätte jetzt nachgucken können, was die Lieferung ist. Egal. Mach gleich. Ich muss ja eh nochmal zurück bald. Muss ja auch noch die Dingesquest machen. Wann kriege ich wieder Belebensstufe 12? So. Mücken. No. Es ist so süß. Es ist einfach so süß. Es ist so süß. Mückenschwarm. Schwarm. Ja, durch Bestiarium level ich halt verdammt gut. Halt auch durch die ganzen Boni, die ich habe. Außer meinen Essensbonus. Ich habe leider keinen Buff-Food für Magier. Aber egal. Oder für Heiler besser gesagt. Ja. Huch. Immer noch kein Bonus für Heiler. Ich will doch nur den Heiler-Bonus. So, das bin weggeflogen. Da fliegt ein Drache. Mückenschwarm. So, fast Level 11. Ja, klar. Da gibt es jetzt einen DD-Bonus. Mobbing. Pures Mobbing. So, wo war das andere Viech? Kapgeier Ostwald. Ostwald. Läuft doch super. Bestiarium, bestes Ding überhaupt. Ich finde ja die Leute immer witzig, die sich dann über das Bestiarium aufregen. Ich liebe das Bestiarium. Kitty, ich seh dich. Tja, Kapgeier. Ist doch nicht so, dass ich mittlerweile weiß, wo die sind. Ich glaube, ich nehme aber die Schwächeren, ne? Okay, nein, ich nehme nicht die Schwächeren. Es war schneller als ich. War einfach nur schneller als ich. Es ist so unfair. Du kannst halt einfach drin stehen bleiben, ne? Es ist so unfair. Es ist einfach nur... Ah. Einfach nein. Ja, nee, ist klar, Kitty.
Ey, komm. Einfach nein. Na komm, sie geben gute Erfahrung. Was soll der Geiz? Oh nee, der ist viel stärker. Der schmeckt bestimmt besser. Ach Mist, ich krieg ihn gar nicht platt. Egal, ich hau trotzdem auf ihn ein. Oder wird so, denke ich, funktioniert diese Taktik. Level 11! Den Kapka ja noch. 5 Level noch! Huch. Jetzt weiß ich, was ich bei der Bruderschaft wollte. Wertmarken kaufen. Dann weiß ich wenigstens, warum ich gleich wieder zurückgehe. Nach dem Bestiarium. Stimmt, ich glaube, dass die nächsten Bestiarium-Viecher sind, glaube ich, alle hier im Ostwald, ne? Fast alle. Bietet sich ja eigentlich sogar an. Stufe 12! Also schneller kann man nicht leveln. 4 Level. Ich kann wiederbeleben. Ich habe nur noch keine Spontanität. Egal. Baumschnecken. Drei Baumschnecken. In 3 Jahren bin ich fertig mit Prügeln. Ein Fate, aber ich will das nicht da haben. Ja gut, so geht's auch. 668 Routine plus 566%. Was ist das? Kitty, das ist eine gute Taktik. Die behalten wir bei, ja? Nein. Will euch nicht. Ich nutze nur den Stun. Ja, gut. Geh tot, du vermaledeites Drecksding. Ich brauche hier nur noch 3 Level. Danke. Mein Dragoras, wie viel brauche ich von euch? 3. Danke. Okay.
Dance, 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 Dance. Juhu, Level 14. 2 Level noch. Nein, lass mich. Ich will euch nicht. Rüsselkäfer. Hi. Okay. Ist auch noch ein Rüsselkäfer. Glaub, hier hinten gibt es noch einen Rüsselkäfer. Danach noch den Feenfungus. Ja, gut. Level 15. So, Feenfungus und dann sind wir durch. Den brauche ich aber nicht. Ich brauche den da. Hallo, Hybrid. Ja, ich weiß. Das dauert ewig. Ja. Stopp, damit habe ich 3 Stück. Okay, Stufe 16. Ich brauche jetzt gleich nur einmal kurz bessere Ausrüstung. Ich glaube sonst, krepieren wir beide. Einmal kurz Gridania. Einzeln dauert das so lang. Ja, alles gut. Hat doch geklappt. Wunderschönen guten Abend. Will ja nicht sagen, aber das mit dem Diving habe ich schon ein bisschen raus. Aber nur ein bisschen, Hybrid. Nur ein bisschen. Wie war dein Tag? Berichte. Entzücke uns mit deinen Geschichten. O holder Wolf, der draus vom Walde kommt. Und ignoriere, was ich hier sage. Ich bin zu lange am Stream, ich habe sie nicht mehr alle. Ich hole mir nichts vom Marktbrett. Das hast du schon mal gesagt. Es ist eh zu teuer. Alles überteuerte Ware hier. Stunkmagier. Jetzt 19. Dann hole ich mir lieber die hier. Für den Kopf, sonst werde ich gelüncht. Hier ist es, glaube ich, egal. Das ist ebenfalls egal. Hauptsache, ich sehe kacke aus. Sag ja. Spannend, aber trotzdem ein bisschen Stress gehabt. Dadurch,
Ich heute Nacht nicht wirklich geschlafen habe, war ja mega K.O. Nun, das glaube ich. Das glaube ich dir. Kitty, bist du bereit? Kann ich anmelden? Supi. Dann kriege ich meinen Heilerbonus, zumindest bei der Stufensteigerung. Ich krieg Heilerbonus. Ich krieg Heilerbonus. Ich krieg Heilerbonus. Öffne ich mir noch ein Energy? Ja. Warte kurz, Kitty. Warte. Jetzt. Ich bin da. Oh, ich bin da. Ich bin da. Huiuiui. Oh. Lauf doch! Rotwein. Rote Lippen sollen küssen. Da 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 da